3, ja? 1, 2, 3. Abfällen! Zentrale, warte 2-5. Wir haben eine gewonde Person. Wir haben dringend Hilfe nodig. Wir haben dringend Hilfe nodig. Du sollst nichts anfassen, du Idiot. Mann, woher soll ich denn wissen, dass gleich die Alarmanlage losgeht? Halt die Fresse, Mann. Gib mir das Album. Was? Jim. 2 Millionen. Das ist doch eine Nummer zu groß für dich. Du weißt doch gar nicht, wie du das Zeug zu Geld machen sollst. Lass mich dafür, Mann. All right. Let's go on with some phrases that might be useful for your daily work. Mr. Sturver? I'm very hot to hear this very useful phrases, Mrs. Baumgärtel. That's fine. But it would sound much nicer if you were to say, I am eager to hear these new phrases. Eager. How would you translate this sentence, Mr. Sturver? Robberies were reduced by 35%. Räubereien sind 35% reduziert worden. Räubereien? Ja, wir können das auf Deutsch noch genauer sagen. Raubüberfälle. Excellent, Mr. Sturver. Police work can link a detailed understanding of local problems, Mr. Sturver. Oh, das war jetzt im Mittelteil ein bisschen undeutlich. Aber, es heißt, die Kommunen haben kein Geld. Stimmt's? Stimmt nicht. Muss ich gar nicht so blöd rumdrehen, doch. Results of your written tests. Pretzinger, 6. Zelentin, 3. Meier, 1. Strohhalm, mach ich alles bloß für Sie. 2. Eine Engländerin. Das ist eine Kollegin. So eine Uniform. Stöver, 5 minus. Brauchst du nicht so blöd rumzudrehen, du. Ihr seid fortgeschritten, ich bin Anfänger, ihr Wichser. Darf ich mal? Hier ist noch ein Stück Klebeband. Tüten Sie es ein.
die Jahreszeit sind nur die Dauercamper auf dem Platz. Die kenne ich alle seit ewigen Zeiten. Von uns würde keiner einen umbringen. Hier ist aber einer umgebracht worden. Wieso sind Sie da so sicher? Weil wir das hier im Wasser gefunden haben. Das ist Klebeband. Und da sind Haare dran. Und wahrscheinlich stammen die von den Handgelenken des Toten. Der ist nicht einfach so ertrunken. Der wurde gefesselt und dann ist er ertrunken. Von uns war das keiner. Den Satz habe ich schon ein paar Mal von Ihren Campingfreunden gehört. Jetzt von Ihnen, ehemaliger Polizeiobermeister. Warum sollte ein Dauercamper nicht den anderen umbringen? Weil das gegen die Platzordnung ist? Ja, der Karlstadt war kein Dauercamper. War nicht der Typ dafür. War das die Freundin des Toten? Die beiden haben überhaupt nicht zusammengepasst. Fanden wir alle. Der hat sie behandelt wie eine Schlampe. Ist aber keine Schlampe. Nee, der Herr Karlscheid gehörte nicht zu uns. Der passte einfach nicht auf unseren Campingplatz. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir... Na, hast du was gefunden? Rasierzeug, Kleidung, paar Pornomagazine und einen Personalausweis. Eine ziemlich miese Fälschung. Gefälscht? Ja. Sag bloß. Ah, Herr Kollege, ich brauche eine Liste, eine Aufstellung von allen Campern, die auf dem Platz sind. Kein Problem, Herr Hauptkommissar. Ganz gute Arbeit. Andererseits dieses moderne Zeugs, wenn die Penner fälschen. $5,000 für den Künstler. $5,000 für dich. Damit kannst du deine Arztrechnung bezahlen. Ja, ist nicht ganz billig, sich eine Kugel einzufangen. Besonders, wenn man keinen Kassenarzt bemühen kann. Hast du was für mich rausgefunden? Bedauere. Aber wir halten die Ohren offen. Danke. 2 Millionen zu verlieren ist schlimmer als einen Sohn zu verlieren. Ich komme einfach nicht darüber hinweg. Ich daran denke, wie ich vor meinen Kunden da gestanden bin. Ihr Trottel! Ich schwöre dir, ich werde keine Sekunde ruhen, bis ich diese Briefmarken wiedergefunden habe, okay? Streng dich an. Der Tote heißt Dieter Karlscheid. So steht es im Ausweis. Das ist allerdings ein Problem. Der Ausweis ist gefälscht. Identität des Mannes haben wir noch nicht. Fingerabdrücke negativ, das heißt, er war anscheinend nicht vorbestraft. Er ist vor circa 3 Monaten auf dem Campingplatz aufgetaucht. Ungewöhnlich. Im Februar. Das ist interessant. Das heißt, es ist kein bisschen interessant. In einer halben Stunde fängt mein Englischkurs an. Tasse Kaffee? Ja. Jetzt lass mich doch hier nicht so hängen. Du hängst doch gut hier. Der Täter hat den Karlscheid überwältigt, gefesselt und ertränkt. Jede Menge Hautabschürfung, sonst keinerlei Verletzung. Nach der Tat hat er das Klebeband an den Fußgelenken und an den Handgelenken wieder entfernt. Das sollte wohl wie ein Unfall aussehen. Du machst doch diesen blöden Kurs nur for Rasping Sweetwood mit Sally. Hä? Was ist das denn? Süßholz raspeln. Allerdings. In meinem Alter wird es immer wichtiger, dass man mit einer Frau auch mal was reden kann. Du bist doch nur eifersüchtig, Brocki. Da brauchst du gar nicht deine aristokratischen Augenbrauen so weit hochzuziehen. Ja, das kann Miss Sally sicher sehr viel besser. Macht dir der Kurs eigentlich Spaß? Dieser Kurs ist eine Offenbarung für mich. Wusstest du das denn gar nicht? English is a window to the world. Naja, ich dachte nur, wenn du vielleicht ein paar Tage Schule schwänzen willst, wäre gut, wenn jemand auf dem Campingplatz sich umhört, ne? Ohne dass gleich jeder merkt, dass dieser jemand ein Polizist ist. Oh, und da hast du an mich gedacht? Du kämpfst ja prima damit klar, aber es geht ja nicht, ne? Wegen dem Kurs.
Ja. Da kann ich nicht weg, da darf ich nicht fehlen. Eben, eben. Sag ich ja. Andererseits, was ist besser? 20 Bullen in einem Seminarraum sitzen und Vokabeln pauken? Oder mit einer Zigarre in der Frühlingssonne. Und Englisch lernen kannst du nebenbei. Ich. Im Undercover-Camping. Absolut. Moin. Moin. Bitte? Oh, ein Palast. Und meine Lieblingszigarren. Kochnische, Klimaanlage, Fernseher mit Satellitenschüssel, alles vom Feinsten. Oh, aber nicht voll unterkellert. Wo soll ich meinen Rotwein lassen? Und bitte, bitte sei vorsichtig. Der Wagen ist nur geliehen. Ja, ja. Und das hier, das ist eine Liste der Dauercamper auf dem Platz, die sogar im Winter campieren. Also gut, ich opfere mich. So einen Kollegen kannst du lange suchen, der auf seine Weiterbildung verzichtet, um unter Mördergesindel zu campieren. Ich heiße Paul R. Gründel. Ich heiße Paul R. Gründel. Bin Barpianist. Und im Hauptberuf Campingfreund. Ich heiße Paul R. Gründel. Bin Barpianist. Hauptberuf. Freund. Was ist denn so wichtig? Warum so nervös? Hier, die Ratte hatte sich auf einem Campingplatz verkrochen. Unter falschem Namen, Peter Karlscheid. Ich werde mir den Campingplatz mal ansehen. Da wimmelt es sicher vor Polizei. Deshalb brauche ich eine neue Identität. Einen Namen, eine Geschichte, Papiere. Das kostet? Mach doch nicht so eine Krümelkackerei. Wenn ich das Album wiederfinde, dann sind das alles Peanuts. Wenn du meinst. So, fahren Sie sich da ein. Ja. Macht 150 Mark. Wenn ich um eine Quittung bitten dürfte? Nein, bin schon dabei. Wird Frühling. Ja. Sie sind der erste Neuzugang. Ich zeige Ihnen dann Ihren Stellplatz. Vorher muss ich aber noch Ihren Ausweis kontrollieren. Ich habe mich hier schon ein bisschen umgeguckt. Da hinten, das stille Plätzchen bei den Tannen. Es wäre schön, wenn ich mich da hinstellen könnte. Ja, das ist eigentlich alles schon reserviert. Für die Stammkunden. Oh, bitte. Ist das ein Bestechungsversuch? Nein, für die Platzkasse. Ihren Personalausweis bitte, Herr Gründel. Paul Rudolf Gründel. Gefällt er Ihnen? Ja, Ordnung muss sein. Ansonsten sind wir hier alle per Du, Paul. Walter. Also weiter. Dankeschön. Bitte. Recht herzlichen Dank. Bitte, bitte. Friedhelm Hacke, Fleischermeister im Ruhestand. Angenehm. Paul Gründel, Klavierspieler. Hauptberuf Camping. Nobel, Nobel. Oh, oh, was hast du denn dafür bezahlt? Für das Ding hier? Oh, 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 das war nicht billig. Das hat... Ach, reden wir nicht drüber. Ich hab mir den vom Munde abgespart. Hm, verstehe. Was hattest du vorher? Vorher hatte ich so einen alten Campingwagen. Wie hieß der? Jetzt wirst du lachen, der hieß Moppel. Nee, nee, ich meine die Marke. Marke Zigeuner. Zigeuner? Die Marke gibt's nicht. Hast du eine Ahnung? Der war aus dem Ostblock, aus Ungarn. Fleischermeister kann sich natürlich was Besseres leisten. Der kennt so einen Schrott gar nicht. Willst du mal sehen? Aber gerne. Junge, 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 ist das ein Luxusdampfer. Kochnische, Klimaanlage, Fernseher mit Satellitenschüssel. Ja. Alles vom Feinsten. Ein Verkäufer sagt, das ist das Beste, setz dich doch. Ja. Das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt. Aha. Ja, sag mal, mein Nachbar, ist der nett? Oder krakeelt der? Prost, Friedhelm. Prost. Kommst nachher zum Essen zu uns. Meine Frau freut sich. Danke. Der krakeelt nicht. Der ist tot. Ermordet. Du machst Spaß. Du guck nicht so. Von uns war das keiner.
Ich gucke überhaupt nicht so. 30 Jahre waren Sie Polizist. Da kommt einer mitten im Winter und mietet einen Karawan und Sie kommen nicht auf die Idee, dass mit dem was nicht stimmt? Tja, man ist zu vertrauensselig. Und der gefälschte Ausweis? Was glauben Sie, wie peinlich mir das ist? Aber die Augen. Ich gehe auf die 60 zu. Haben Sie denn keine Brille? Nö. Polizist mit Brille nimmt doch keiner ernst. Interessante These. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ab jetzt passe ich auf wie ein Schießhund. Das ist Frau Dr. Schmidt. Seit letzten Sommer taucht die hier immer wieder mal auf. Ist vom Institut für Kulturanthropologie. Ja, ich weiß. Und was macht sie hier? Heißt Jan Hoffmann. Bist ein arbeitsloser Lehrer aus Bad Segeberg. Vor 2 Tagen zu Hause rausgeflogen, weil du Krach mit deiner Frau hattest. Was noch wichtig ist, steht auf dem Zettel. Prägt dir das ein. Ja klar. Wo steckt denn der Original, Hoffmann? Wir haben ihn für 2 Wochen aus dem Verkehr gezogen. So lange werde ich nicht brauchen. Hast du einen Plan? Die Sache ist doch ganz einfach. Wenn diese Ratte wegen des Albums umgebracht worden ist, muss ich doch nur den Mörder finden. Und wenn die Sache mit diesen Briefmarken gar nichts zu tun hat, dann muss das Album ja noch da sein. Ich arbeite an einer Studie über Dauerkämpfer. Oh, das trifft sich gut. Diese Spezies studiere ich auch gerade. Und, schon was rausgefunden? Oh, Dauerkämpfer sind kontaktfreudig, naturverbunden und hilfsbereit. Und manchmal ersäufen sie ihre Nachbarn. Hallo, sind Sie der Herr von der Polizei? Ist schön, dass Sie schon da sind. Haben Sie mich früher erwartet, ja? Ach wo, wir freuen uns überhaupt, wenn einer kommt. Das freut mich. Ich komme dann auch noch zu Ihnen. Danke. Sie glauben also, Karlscheid wurde von einem Dauercamper ermordet? War ja sonst keiner da, oder? Sagen Sie, so ein Dauercamper, wie sieht der aus, wissenschaftlich betrachtet? Naja, der Dauercamper definiert sich durch die Gemeinschaft mit seinesgleichen. Dauercamper haben einen gemeinsamen Wertekodex. Sie suchen nach Naturnähe, Romantik und Freiheit, reduzieren diese aber wiederum auf ein privates Glück im Rahmen fester Regeln einer Platzgemeinschaft. Klingt ja wahnsinnig wissenschaftlich. Sehen Sie hier zum Beispiel. Ein typischer Dauercamper. Harter Naturbursche, der in der Welt herumgekommen ist. Zu Fremden ist er freundlich, solange die sich an die Normen halten, die hier herrschen. Ah. Wo waren Sie eigentlich die letzten 3 Tage? Ach so, mein Alibi. Ja, ja, ich war zu Hause in meiner Wohnung und habe die Magisterarbeit meiner Studenten durchgesehen. Alleine? Ich bin solo. Das Schicksal hat uns einfach zu spät zusammengeführt, gnädige Frau. Wer kocht denn sonst für dich, Paul? Ich lebe solo. Ich ernähre mich von Leberwurstschnitten. Sei doch nicht so neugierig, Frick. Übrigens Fleisch aus unserer eigenen Fleischerei. Haben wir verpachtet. 2000 Mark im Monat. Zusätzlich zur Rente. Ist doch auch was. Wir leben hier wie Gott in Frankreich. Robert. Über 100.000 Demonstranten und mindestens 5.000 von euch waren potenziell gewaltbereit. Ja, und ihr wart 10.000 Bullen und jeder Einzelne war heiß drauf, uns fertig zu machen. Doch Schwachsinn. Ja, natürlich. Was ein Chaot sagt, ist natürlich Schwachsinn. Was ist mit denen los? Die waren doch 81 bei der Anti-Atom-Demo mit dabei. Brockdorf. Ich nicht. Der Wagner war Demonstrant und der Böhlich war Polizist. Heute schlagen die Schlacht von Brockdorf nochmal. Ja. Aufpassen, dass die sich gegenseitig den Kopf einhauen. Die lieben sich doch. Ach schon. Schokopudding, Paul. Oh ja, esse ich gern. Mach dick. Will er nicht mehr? Nee. Hab schon alles probiert. Gegentreten, gut zureden, anschreien. Na, lass mal Vater rein. Bring mal einen Kerzenschlüssel. Alles klar. Deine Fahrt ins Grüne? Kameradschaftstreffen. Wir waren die Küchenbullen vom 43. Panzergrenadierbataillon.
Mücke, Harry, darf ich euch einen neuen Kameraden vorstellen? Moin. Moin. So. Kopf einziehen. Wasch! Ich sehe nichts. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Ich will keine Mucke fangen, ich will was zum Angeben fangen. Aha. Was haben wir denn da? Was denn? Das sind abgeschnittene Angelschnüre. Hier. Das werden dem Karlscheid seine Aalschnüre sein. Und abgeschnitten hat sie der Robert. Aalschnüre sind nämlich verboten. Sind verboten? Und wenn der den Karlscheid nun dabei erwischt hat, das müsste dir als ehemaligen Polizist zu denken geben. Du meinst, die beiden kriegen Streit miteinander und... Na klar. Karlscheid wird gefesselt und ertränkt. Und hinterher schneidet der Täter das Klebeband wieder ab, damit es aussieht wie ein Unfall. Du weißt ja ziemlich gut Bescheid. Wird ja auch viel geredet hier. Na, die Ermittlungen überlassen wir mal lieber der Polizei. Jawohl. Außerdem, der Robert war das nicht. Der ist zu sowas gar nicht fähig. Du bist dieser Paul Gründel? Ja. Robert Wagner. Du hast doch hoffentlich einen Angelschein. Na klar. Soll ich ihn holen? Nee, so eilig ist es auch wieder. Alles klar für einen großen Frühjahrsputz am Freitag, Walter? Ja, ich bin dabei, Robert. Ich sowieso. Meine Frau natürlich auch. Anas Querquedula. Bist du mit einer Ausländerin verheiratet? Anas Querquedula ist eine Knäkente. Nee, echt? Wieder? Knäken die? Ja, die knäken. Herr Robert hält hier einmal im Jahr einen Dia-Vortrag. Über die Vogelwelt in den Seebiotopen. Anas Platyrhynchos. Larus ridibundus. Angeber. Fulica atra. Siehste? Du kannst Lateinisch. Und ich lerne gerade Englisch. Ich nehme gern noch ein bisschen Tee. Ach, Entschuldigung. Da ist er. Der Bulle. Du leidest wohl noch unter deinem alten Brockdorf-Trauma, wa? Herr Gründel! Ich bin unschuldig, Herr Wachtmeister. Hauptkommissar Brockmüller, Kripo Hamburg. Ach, einen Hauptkommissar hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Tut mir leid, dass ich Ihren Vorstellungen nicht entspreche. Immerhin entsprechen Sie ja offenbar den Vorstellungen der hiesigen Damenwelt. Sieht aus, als ob Sie Ihre Dienstzeit für eine kleine Anbahnung nutzen. Hallo, gnädige Frau? Kommen Sie mal bitte. Was ist denn? Glaubst du mich denn hier vor den Leuten an? Da soll ich dir einen Bussi geben, oder was? Dann kriegt doch gleich jeder mit, dass ich dich lieb habe. Ich möchte das aber nicht. Wer ist hier undercover? Hä? Du oder ich? Das nächste Mal will ich besser eingewiesen werden. Mit meiner Autorität als Dauercamper sieht's nämlich mau aus. Wie jetzt mau? Ich habe von nichts eine Ahnung. Was hat dieser Karawan gekostet? Und wie hieß der, den ich vorher hatte? Weiß ich doch nicht. Eben. Überprüf diesen Robert Wagner. Habe ich doch. Zwei Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Widerstand bei der Festnahme. Im Zusammenhang mit irgendwelchen Demos. Ist aber ein paar Jahre her. Könnte sein, dass der dem Karlscheid die Aalschnüre zerschnitten hat. Aalschnüre sind verboten. Gut, toll, was du schon rausgekriegt hast. Ich habe noch viel mehr rausgekriegt. Zum Beispiel, dass es an diesem See eine große Knäkentenpopulation gibt. Und diese Tiere heißen mit Vornamen Anas und mit Nachnamen Querquedula. Ich brauche sofort einen Angelschein, eine Dose Würmer, für die Würmer was zu essen, Gummistiefel, Taschenlampenbatterien und noch was Wichtiges. Ach ja, eine Badekappe. Für die Haare nicht nass machen. Badekappe ist Pflicht unter der Dusche. Kümmere dich um einen Treffpunkt. Wir müssen uns schließlich mal konspirativ unterhalten können. Ja, ich suche was in der Nähe. In 3 Tagen muss der Fall gelöst sein. Die wollen hier den Platz aufräumen. Ich soll da mitmachen und habe keine Lust. Ich habe den Platz auch nicht dreckig gemacht. Damit ist die Sache für mich erledigt. Gut. Wenn Sie mich verhören wollen, schicken Sie mir eine Vorladung ins Präsidium. Da lerne ich vielleicht mal Ihren Chef kennen, kann mich beklagen.
ein Wichtigtum. Schon wieder Neuzugänge. Ja, langsam kommt Leben auf den Platz. 40 Mark zurück. Quittung. Und die Ausweise. Bitte. Jan Hoffmann. Angenehmen Aufenthalt. Danke. Auf jeden Fall. Komm, Dicker, mach hin. Ich habe gehört, die Kleine war mit dem Kerl zusammen, den sie aus der Alster gefischt haben. Falsch, Alter. Also, wenn du nicht fragst, der Kerl war ein absolutes Charakterschwein. Aber sie liebt ihn. Danke. Wohlbekommens. Danke dir. Ja, da wollen wir es noch mal krachen lassen. Darf man Ihnen denn auch mal was bestellen? In die Kirche. Ich nehme besser eine heiße Schokolade. Eine Heischow, bitte. Sag mal, Karl. Wie wär's denn, wenn du mal in die Tassen schlägst? Spiel uns doch ein bisschen was. Nee, nee. Ich bin im Urlaub und im Ruhestand. Komm, zier dich doch nicht so. Sag mal, wie lange hat denn keiner mehr die alte Klimperkiste da gespielt? Die steht da, seit ich hier bin. So seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren wohnen Sie schon hier auf dem Campingplatz? Das ist eine billige Bleibe und ich habe nette Nachbarn. 4 Pilz, 4 Apfelkorn. Kommt sofort! Fricke hat mir den Job in der Kneipe besorgt und einen ausrangierten Campingwagen. Mir ging es eine Zeit lang ziemlich dreckig, aber die beiden haben mir sehr geholfen. Das hätte doch jeder getan. Nee, Fricke, das hätte nicht jeder getan. Und das Auge? Das war mein Freund, er war betrunken, da hat er mir eine reingedrückt. Hier? Vor allen Leuten? Alle haben es gesehen. Er hat sich noch nicht mal bei mir entschuldigt. Ein paar Stunden später war er tot. Bestellung kommt! Oh, sieht so aus, als könnte die Kleine ein bisschen Trost gebrauchen, ja? Und du willst dich um sie kümmern, ne? Sie machen das wohl zum ersten Mal. Ein Profi bin ich keiner. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke, das ist ja nett von Ihnen. Ach, keine Ursache. Sagen Sie das vorhin in der Kneipe. Ich habe das alles mit angehört. Ach, das hätten Sie sowieso bald erfahren, hier auf dem Platz. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Meine Frau und ich. Ich glaube, das ist nicht mehr zu reparieren. Lieben Sie Ihre Frau noch? Ich weiß nicht. Das ist alles sehr kompliziert. Ich verstehe. Sie sind Lehrer. Woher wissen Sie das? Ich habe mich bei unserem Platzwart nach Ihnen erkundigt. Aber als ich Sie gesehen habe, da habe ich mir gleich gedacht, der Mann hat einen Beruf, für den er seinen Kopf braucht. Stimmt, genau. Und Ihre Hände? Sie könnten auch ein Maler sein. Oder Rechtsanwalt. Oder Einbrecher. Gute Nacht. Gute Nacht. Sally? Yes, it's me, Paul. I am on a camping place for holidays, but only some days. I am learning English because English is a window to the world. I made a German-English poem. You would like to hear that? Ich stehe hier much and miss you so much. Sally, you me too? Oh, thank you. Sally? Sally? Blöder Kasten.
Oggi? Oggi! Du hast ein Gedächtnis, dass du den Laden wiedergefunden hast. Hier haben wir vor 35 Jahren zum Tanz gespielt. Bullenball. Kannst du dich daran erinnern? Katzenbeißer an der Posaune und Würzebesser am Bass. Jawohl. Ja, und hier hast du deine erste Frau kennengelernt. Ja, auch gleich meine letzte. Ist das die alte Orgel? Tatsächlich. Hast du meinen Angelschein? Ja, und den ganzen anderen Krempel auch. Und was ist mit dem Klebeband, das ich dir gegeben habe? Ist identisch mit der Marke, mit der Karlscheid gefesselt wurde. Also, wer ist es, der Hackel? Wissen wir nicht. Was wissen wir schon? Dass Karlscheid, der nicht Karlscheid hieß, der bestgehasste Mann auf dem Platz war. Warum haben die den gehasst? Er fand Camping doof. Und die Camper fand er auch doof. Gab's eine Reaktion auf das Foto in der Blödzeitung? Nein. Ich sag ja, dieses Blatt ist zu nichts zu gebrauchen, nur zum Fische einpacken. Hauptkommissar Brockmüller, wer war der Mörder? Das weiß ich. Ein ganz schlechter Mensch. Auf jeden Fall einer, der Kraft genug hat, den Karlscheid zu fesseln. Fleischer Hackel? Unser Kollege Böhlich? Der Ökofighter Robert Wagner? Das war noch Qualität. Guck, die Tasten kommen immer noch hoch. Kann man direkt neidisch werden. Mach doch. Goody, goody. Eins, zwei, eins, zwei. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. So you think that love is a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to ya. Goody, goody for him, goody, goody for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. Ach, wir hatten schon eine tolle Zeit, meine Fricka und ich. Wo sind wir nicht überall rumgezogen mit unserem Campingwagen? Hier, Oberallgäu, Salzbachtal, Alentejo. 89 waren wir auf Sardinien, als diese Wahnsinnswaldbrände da ausgebrochen waren. Da gab es 11 Tote. Ein Jahr vorher, ja, in Spanien, da hatten sich angeblich auf dem Zeltplatz 3 RAF-Terroristen versteckt und plötzlich wimmelte es so von Polizei. Ich würde ja zu gerne noch mal rumziehen. Einmal noch so quer durch die Botanik. Sierra Nevada, Maya-Pyramiden oder Acapulco. Aber Frika darf nicht mehr ärztlicherseits, verstehst du, jetzt mit der Hüfte. Auch nicht mal leicht. Ja, wenn ich so eine tolle Kiste hätte wie du, da wäre ich ab durch die Mitte. Das ist der reinste Luxus. Ich habe sie nicht angestarrt. Du lieber Himmel, diese Frau interessiert mich überhaupt. Kleiner Ehestreit, hä? Sibylle denkt, dass ihr Robert scharf auf diese Anthropologische ist, diese Frau Dr. Schmidt. Ich schätze mal, so ganz falsch liegt sie dabei gar nicht. Das ist ein neuer. Ein SMF 750 hat eine herrliche Küche. Oh, was soll das sein? Deutsche Wertarbeit, Friedhelm? Wieso war denn heute Nacht so ein Sturm? Ach, du holst dein Klebeband und dann machen wir es wieder fest. Dann muss ich erst Neues besorgen. Ich habe die Rolle auf dem Tisch liegen lassen. Am nächsten Morgen war sie weg. Hat sich jemand ausgeliehen. Der Böhlich sagt, der Mörder hätte den Karlscheid erst gefesselt und dann ersäuft mit Klebeband. War das vielleicht deins? Weiß ich doch nicht. Hast du das der Polizei erzählt, Friedhelm? Bin doch nicht verrückt. Die drehen mir womöglich noch einen Strick draus. Du, ich hab den Karlscheid nicht umgebracht. Du, guck nicht so. Ich guck nicht so? Wie guck ich denn?
Wenn der Karlscheid die Kleine verprügelt hat, hat da keiner was gesagt? Aber es ging doch alles immer furchtbar schnell. Es hat gekracht. Karlscheid ist aus der Kneipe gerannt. Das Mädel hat geheult. Ja, meine Fricke hat sich um sie gekümmert. Hast eine feine Frau, Friedhelm. Danke, danke. Sag mal, hast du mal rausgekriegt, wer der Neue ist? Oh, ist einer von den vier Kameraden vom Bunsen, der Kerl. Hat ein Auge auf Zoffi geworfen. So, ich will dir mal was sagen. Ich habe direkt vor Tor 2 gestanden. Ein Kamerad ist neben mir zusammengebrochen, weil er von einer Scharkugel getroffen worden ist, die einer von euch Chaoten abgefeuert hat. Aber klar, Polizistenleben ist natürlich nichts wert. Er hat's ja wohl überlebt. Mach jetzt bloß keinen auf Märtyrer. Wer weiß, vielleicht hast du ihr die Kugel abgeschossen. Ich sitze hier und trinke mit dir. Ach, du hältst mich also für einen Mörder. Vielleicht habe ich dann auch gleich noch den Karlscheid umgebracht. Ja, irgendeiner von uns muss es ja gewesen sein. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und? Das sind die Schlimmsten. Mit dir war ich befreundet, du. Campingfreunde, vertragt euch wieder. Herr Gründel, Telefon. Eine Bar Tropicana. Ah ja, da verdiene ich mir immer ein paar Mark dazu. Gründel? Paul? Ich bin's. Wir wissen jetzt, wer Karlscheid war. Karlscheid hieß in Wirklichkeit Rüdiger Köhler. Kollege vom Einbruchsdezernat hatte mit ihm zu tun, wegen Einbrüchen in Elektronikgeschäfte. Aber sie konnten ihm nichts nachweisen. Das Verfahren wurde eingestellt. Wir wollen uns jetzt den Hehler vorknöpfen, mit dem Karlscheid Geschäfte gemacht hat. Ein gewisser Wienrich. Möchtest du vielleicht dabei sein? Ja, naja, eigentlich habe ich ja Urlaub, aber zahlt ihr die Taxe? Na gut, ich komme. Mensch, Frigge, übertreib's nicht. Denk an deine Hüfte. Ist ja gut. Aha. Sie bringt dich noch mal um für mich. Müssen Sie weg? Ja. Paul! Kunst geht nach Brot. Da sucht einer einen Barpianist für die Mitternachtsshow. Nimmst du mich mit, Paul? Aber klar nehme ich dich mit. Wird dir Spaß machen. Die Mädels sind nicht ohne. Das heißt, wenn sie strippen, sind sie natürlich ohne. Solche Dinger. Frika, ist was? Paul! Bleib mal lieber bei deiner Süßen. Sei froh, dass sie eifersüchtig ist. Solange hat sie dich auch lieb. Da sind keine Zementsäcke. Bleiben Sie bitte stehen. Nicht rühren. Struve, mach dich mal nützlich. Wo haben Sie das denn her? Ist das vom Lastwagen gefallen? Moment. Darf ich bitten? Dürfen wir denn auch mal da reingucken? Bitte, bitte, bitte nicht. Ich wusste nicht, dass die Mordkommission interessiert sich für ein paar geklaute Mikrowellen. Die Mordkommission interessiert sich für Herrn Karlscheid, bitte. Der auch auf den Namen Köhler hört. Und ich verspreche Ihnen, wir haben hier so gut wie gar nichts gesehen, wenn Sie uns ein ganz kleines bisschen helfen. Der Mann ist für 4 Wochen bei mir aufgetaucht und hat irgendwas über ein Briefmarkenalbum gefasselt. Das irrsinnig wertvoll sein soll. Ich habe gesagt, dass ich kümmere für einen Käufer. Und er hat mir ein paar Marken zur Ansicht da gelassen. Genau gesagt, Kopien der Marken. Ich habe meine Briefmarken als Kind in der Zigarrenschachtel gesammelt. Zeig her. Guck mal, er sammelt Fische. Hast du auch Fische gesammelt, Brocki? Ich habe Blumen und Früchte gesammelt. Und, wie ging's dann weiter? Gar nicht. Ich habe mich nicht mehr zum Briefmarken gekümmert. Sehen Sie, ich bin mehr in Elektronikbranche. Mit Antiquitäten so habe ich nicht am Hut. Das fällt mir das Know-how. Außerdem, in letzter Zeit habe ich ziemlich viel um die Ohren. Das ist ja wertloses Zeug. Können wir das behalten? Ach, selbstverständlich. Und der Karlscheid? Ist nicht wieder aufgetaucht. Doch, aus der Alster. Ich weiß, ich habe das Foto in den Zeitungen gelesen. Können Sie sich ja ruhig bei uns melden können, das wäre doch nicht dumm gewesen. Ich bin dumm. Strube! Und die ganze Waggonladung geklauter Elektronik bringen Sie dahin zurück, wo Sie sie hergeholt haben. Ich überprüfe das, ich rufe die Firma an. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ist das mein Ernst, Brocki? Das ist unser gemeinsamer Ernst. Aber das ist ein bewachtes Lagerhaus. Die haben Security-Leute. Und einen Hund! Ihr habt das ganze Zeug aus dem Lagerhaus rausgekriegt und keiner hat's gemerkt. Ihr werdet's auch wieder reinkriegen. Och, das ist die dümmste, das ich je gehört habe. Ja, bin auch dumm. Auch nur ein bisschen.
Hallo? Ja, bin ich da richtig im Tropicana? Ja, ich bin von der Künstleragentur Sisyphos. Ich hätte da eine Nachricht für Ihren Pianisten Paul Gründel. Doch, der muss heute Abend bei Ihnen sein. Das ist so ein stattlicher Herr mit Glatze. Er ist nicht bei Ihnen? Sind Sie da auch ganz sicher? Ja, danke. Ja. Ja. Diese Muschel. Hab ich selber eingebaut. Hab ich mit dem Rot an. Sag mal, du denkst, du kommst heute noch zum Schuss, was? Das war dann für alle Fälle. Du hast doch mal Pech. Zufällig interessiere ich mich für die Kleine, ist das klar? Okay. Hast du es kapiert? Gut. Sag mal, bist du irre? Hör mal zu. Am besten, du gehst jetzt in deinen Wohnwagen und haust dich ein bisschen aufs Ohr, hm? Und vorher wasch dir das Blut aus der Visage. Blut? Was für Blut? Diese kleine Meinungsverschiedenheit bleibt unter uns, ne? Ist doch klar. Tja. Das sind drei Motive aus Belgisch-Kongo. Vom Anfang dieses Jahrhunderts. Und das hier. Wissen Sie, was das ist? Das ist der 1912er Fehldruck mit dem seitenverkehrten Papageienfisch. Die sind aus der königlichen Sammlung. Welcher König hat denn sowas gemacht? Anfang des Jahres wurde aus einem Antwerpener Auktionshaus die Briefmarkensammlung des verstorbenen Königs Baudouin I. gestohlen. Sie sollte für einen wohltätigen Zweck versteigert werden. Und was ist die Sammlung wert? Tja, das hätte gut und gerne 2 Millionen Dollar gebracht. Allein diese drei Marken hier, 50.000 Minimum. Februar 1997. Zwei Maskierte dringen in ein Auktionshaus in Antwerpen ein und klauen das Album von Baudouin I. Es gibt einen Schusswechsel, aber am Ende entkommen sie unerkannt. Irgendwelche Hinweise auf unseren Karlscheid? Keine Beschreibung. Aber einer der Täter ist angeschossen worden. Laut Aussage des Polizisten hat er eine Schusswunde im rechten Schulterbereich. Hatte Karlscheid denn im rechten Schulterbereich eine Schusswunde? Leider nein. Also, Karlscheid und dieser Unbekannte klauen das Album von König Balduin. Ja, ein paar Tage später, mitten im Winter, mietet Karlscheid auf einem gottverlassenen Campingplatz einen Karawan. Warum? Weil er keine Angst vor der Polizei hatte. Nee, von denen hat ihn ja keiner erkannt. Warum hat er sich versteckt? Ich werde dir das sagen. Karlscheid hat seinen Kumpel schmählich verraten. Er ist mit dem Album allein abgehauen und hat sich vor seinem Komplizen versteckt. Wo? Hier auf dem Campingplatz. Aber der Komplize spürt Karlscheid auf und stuckt ihn so lange unter Wasser, bis er ihm verrät, wo das Album ist. Dann nimmt er das Album und verschwindet. Was ich immer sage, von uns Dauercampern war das keiner. Andererseits, wie hätte der Unbekannte den Karlscheid aufstöbern sollen? Der Mann lebte unter falschem Namen am Rande der Zivilisation. Ich habe alle Dauercamper befragt. Niemand hat sich nach Karlscheid erkundigt. Er selber war der einzige Fremde auf dem Platz. Ja, dann ist es fast wahrscheinlicher, dass einer der Campingfreunde Wind von den Briefmarken gekriegt hat. Vielleicht hat sich Karlscheid im Suff verquatscht. Oder er hat Sophie was ins Ohr geflüstert, im ersten Liebesrausch. Kriminalität ist ein weites Feld.
Sophie? Oh. Ich gehe eigentlich immer noch eine Runde schwimmen, wenn ich nicht schlafen kann. Das eiskalte Wasser, das tut gut. Aber seit Peter tot ist... Ich muss mich irgendwann mal ein bisschen aufs Ohr hauen. Wie wär's denn, wenn wir morgen eine schöne Tasse Kaffee trinken würden? Wieso morgen? Wie wär's mit Frühstück? Ja, warum eigentlich nicht? Frühstück ist das Dessert der Nacht. Ich habe noch nie mit einer Witwe gefrühstückt. Ist ja auch irgendwie traurig. Die Jagdwurst ist gut, die da, wo die Fliegen drauf sitzen. Ich habe immer geglaubt, Peter muss irgendein Geheimnis haben. Der hat nicht viel gesprochen. Ach, jeder hat ein Geheimnis. Ihr Peter war nicht besonders beliebt, sagen die Leute. Nee, vor allen Dingen Robert Wagner. Der hätte ihn am liebsten vom Platz geschmissen. Wieso das denn? Naja, Peter hat gerne mal eine Bierbüchse in die Büsche gekickt oder ohne Angelschein geangelt. Sowas macht Robert krank. Er hat ihm immer nachspioniert. Er wollte ihn partout dabei erwischen, wie er gegen die Platzordnung verstößt. Verrückt, nicht? Naja, nicht so verrückt, wie einen Kerl zu lieben, der einen wie Dreck behandelt. Ich kann manchmal ziemlich blöd sein. Wo die Liebe hinfällt. Haben Sie das alles der Polizei erzählt? Ich schwärze doch niemanden bei der Polizei an. Und was ist mit Ihnen? Sind Sie romantisch? Glauben Sie an die große Liebe? Ja, so grundsätzliche Fragen am frühen Morgen. Sie haben schöne Hände. Richtige Pianistenhände. Wenn Oskar Petersen die gehabt hätte, dann wäre er Holzfäller geworden. Ich habe einen Händetick. Spielen Sie was. Jetzt? Vorm Aufstehen? Ja, los. Darf ich mal? Aber nur aus Sympathie. Wie hieß der Übeltäter? Peterle? Ja, genau. Oh, die Pedalen klemmen. Peterle, du liebes Peterle, was hast du nur mit mir gemacht? Hab keine Ruhe. Peterle, du gutes Peterle, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn, was ich auch tu. Liebes Freud und großes Herzeleid, ja, das spür ich nicht erst heut, seit langer Zeit. Peterle, mein gutes Peterle, ich schenk dir, was du willst, sogar mich selbst. Sie sind gar nicht so. Nein? Lois, hab ich. Bier? Was ist mit deinem Auge passiert? Hat sich was entzündet. Willst du vielleicht ein Brötchen? Nö, lass mal. Herr Wagner, Robert, wollte meinen Angelschein zeigen. Der Polizist hätte die Fotos nicht einfach mitnehmen dürfen. Aber du bist ja Barpianist. Die Fotos beweisen, dass Wagner dem Karlscheid hinterhergeschnüffelt hat. Für einen Haftbefehl reicht das. Hallo? Das ist Kriminalkommissar Struve, Hamburger Police. Hamburger Police, das klingt ja wie Bulettenpolizei. Mit wem telefoniert er eigentlich? Mit Herrn Werbner, soll er ein paar Details über den Raub rauskriegen. I want to speak with Chief Inspector Dutrois. Er hat ein gutes TH, aber... I would be delighted to speak. Das wäre eleganter gewesen. Wie? Ja, ja, ich verstehe auch was vom Englisch. Ja, ja. English is a window to the world. Das verarscht er mich auch noch. Durch. Yes, Chief Inspector Dutrois. We need some detailed information about a robbery at the Royals. Was suchen die da? Keine Ahnung.
Hier. Karlscheid schmeißt Bierdosen in die Landschaft. Karlscheid beim Pinkeln. Karlscheid legt Aalschnüre. Wo haben Sie die Fotos her? Wir haben sie eben einfach. Böhlich. Der Ex-Bulle spitzelt für seine Kollegen. Der Einzige, der hier auf dem Platz spitzelt, sind Sie. Handschellen für den Herrn. Sie haben Karlscheid Tag und Nacht bespitzelt. Ja, weil ich ihn vom Platz haben wollte. Ach was. Sie haben herausgefunden, dass er ein Dieb ist und vielleicht eine sehr kostbare Beute hier versteckt. Wovon reden die da? Wo soll ich das wissen? Dann haben sie ihn am Angelsteg aufgelauert, haben ihn ertränkt. Was ist hier los, Robert? Die bringen ihren Mann aufs Präsidium. Was? Los ab. Das kann ich dir sagen. Der spinnt doch, der Bulle. Robert hat doch Peter nichts getan. Du bist der einzige Bulle, dem ich je vertraut habe. Ich habe gedacht, du bist mein Freund. Aber ihr seid alle gleich. Ihr seid alle gleich! Das ist doch Unsinn, Robert, du kennst mich doch. Du Denunziantenschwein! Du elender Bulle, du! Jetzt rennen sie mir einen Strick aus der Sache. Ich weiß doch, wie der Hase läuft. Die machen mich fertig! Du konntest doch Karlscheid genauso wenig leiden. Und einer von uns muss es ja gewesen sein. Kleiner Hehler hat doch tatsächlich die ganze Elektronik zurückgebracht. Und, nichts passiert? Einen Hund haben sie vergiftet. Mit Leberwurst. Verbrecher. Tja, wir haben die Briefmarken nicht gefunden. Der Hauptverdächtige ist weg. Schön, ne? Strohhut. Ja, ich dachte ein Eierwärmer. Wenn der Wagner die königliche Sammlung hat, warum ist er dann nicht sofort abgehauen? Wahrscheinlich wollte er Gras über die Sache wachsen lassen und die Sammlung dann verkaufen. Die Flucht ist doch so gut wie ein Schuldeingeständnis. Brocki, Karlscheid wird von einem der Camper ermordet. Wir haben das Bild des Toten in die Zeitung gebracht. Wenn sein Komplize das Foto sieht, dann? Dann wird ihn nur eine Frage interessieren. Wer hat Karlscheid ersäuft? Um das rauszukriegen, würde er vielleicht sogar auf dem Campingplatz auftauchen? Das wäre ganz schön kess. Es geht um 2 Millionen. Das darf man bei der Sache nicht vergessen, Alter. Wir sollten alle Neuankömmlinge überprüfen. Besonders diesen Lehrer, der sich neuerdings an die kleine Blonde ranmacht, an die Ex-Freundin von dem Karlscheid. Der Komplize von Karlscheid hat eine Narbe im rechten Schulterbereich. Das Wetter müsste besser werden, dann würde ich auch mehr nackte Schultern sehen. Den Hut lasse ich hier, der ist mir zu auffällig. Hallo? Hm. Hey, Alter, so bin ich auch noch nie beglotzt worden. Und? Steckt doch eine Menge Arbeit in deinem Körper. Kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Der ist aber für die Damenwelt und nicht für alte, schwule Kacker. So was muss man sich sagen lassen. Sophie! Bitte gucken! Bitte gucken! Sophie? Sophie! Sag Fricka nicht, dass ich was getrunken habe. Die rastet sonst aus. Hilf ihm mal hoch. Du machst Sachen. Komm. Ich weiß ja auch nicht. Ich will ja nichts trinken, aber dann geht's mir so beschissen. Das war früher auch immer so. Das nehme ich jetzt mal mit. Das teilen wir uns morgen. Paul, geh nicht weg. Nein, nein, jetzt gucken wir uns erstmal 5 Minuten meine dicken Hände an und dann... Du hast wirklich schöne Hände. Der Lehrer hat auch schöne Hände, aber der hat heute Abend keine Zeit für mich. Warum haben manche Menschen immer nur Pech? Ich habe ein Pech-Abo, unkündbar. Du hast gedacht, dein Freund Karlscheid holt dich hier raus, aber...
Weißt du, was man sich am meisten wünscht, das kriegt man nicht. Und die Zeit vergeht immer schneller, je älter man wird, Sophie. Was ist das Leben? Das Leben ist ein Karawan ohne Räder. Wir sind alle Dauercamper in der Prärie unserer Träume. Fast eine Woche. Und die haben den Mörder von Karlscheid immer noch nicht. Weiß doch jeder. Wenn Fall nicht in den ersten 48 Stunden geklärt wird, wird er vermutlich nie geklärt. Ach, ist das wahr? Das habe ich noch nie gehört. Scheint eine alte Bullenweisheit zu sein. Ja, Karlscheid hat doch immer nach seinen Altschwüren geguckt. Hätte ihn doch jeder auflauern können, oder? Also du auch. Quatsch! Geschlagen wie ein Murmeltier. Fricker wird das bestätigen. Fangt doch an, euch gegenseitig zu verdächtigen. Na ja, ich hätte schon ganz gerne gewusst, von wem die Bullen Wagners Fotos hatten. Das möchte ich auch mal wissen. Was glauben Sie, wer der Mörder war? Was geht denn Sie das an, hä? Er macht sich so seine Gedanken. Robert war es jedenfalls nicht. Man hat dich aus Sophies Wagen kommen sehen, Paul. Und? Das hat nichts zu bedeuten. Das Mädchen ist völlig verkatert. Wenn die wieder rückfällig wird, nur weil du glaubst, du kannst die Kleine mal ebenso nebenbei vernaschen. Nebenbei? Sowas könnte ich gar nicht. Das strengt mich viel zu sehr an. Sibylle Wagner hat doch recht. Ihr Männer denkt doch nur an euren. An unseren was? Ich denke nie an unseren. Und wenn ich einer jungen Dame den Hof mache, kommt höchstens ein Gläschen Champagner in Frage. Paul, die Sophie ist ein liebes Mädchen. Die hat es nicht verdient, dass man sie kopfscheu macht. Sie hat es schwer genug in letzter Zeit. Meine Gefühle zu dieser jungen Dame sind rein ritterlicher Natur. Ich habe nämlich schon eine Freundin. Weit draußen, auf dem Meer. Wieso weiß ich nichts davon? Wie heißt sie denn? Was macht denn die? Sie heißt Sally. Sie lebt auf einer Insel, auf der Englisch gesprochen wird. Sie trägt eine Uniform. Sie ist Polizist, sie ist Politesse. Ach ja? Ja. Jetzt hör mir mal zu, Paul. Die Kleine da. Die braucht einen Kerl, der sie wirklich liebt. Was Festes. Die ist doch noch viel zu jung. Die darf doch nicht auf dem Campingplatz versauern. Campingplatz? Das ist eine Strafkolonie. Ich höre ja dolle Sachen. Du baggerst mit der Kleinen rum. Du kannst doch nicht als Ermittler mit der Freundin des Ermordeten schön. Was ist mit dir los? Hältst du mich für einen Sittenstreich oder was? Ja, nur ein guter Rat. Du weißt doch, dass ich genauso alt bin wie du. Ich sehe bloß jünger aus als du. Bist wohl neidisch, weil ich noch so einen Schlag bei den Weibern habe, was? Weißt du, wer mich heute Abend zum Candlelight-Dinner eingeladen hat? Fricker Hackel? Nein. Dr. Gina Schmidt. Aha. Deswegen der Kulturstrick um deinen Hals rum? Die ist doch in den Wagner verschossen. Wieso lädt die dich zum Essen ein? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Gibt's eine Spur von Wagner? Es hat keinen Sinn, Herrn Gründel zu vernehmen. Er war es nämlich nicht. Ach, das weiß hier jeder. Bloß der Herr Wachtmeister weiß es nicht. Nein. Für Sie immer noch Hauptkommissar, Herr Gründel. Lassen Sie ihn laufen, Herr Hauptkommissar. Na los, komm rein. Nee, lass mal, ist mir zu kalt. Ein kräftiger Bursche. Aber das Wasser ist ihm zu kalt. Habt ihr den überprüft? Ja, haben wir. Ist nicht unser Mann. Naja, dann wünsche ich dir ein schönes Candlelight-Dinner. Dann bestelle ich sie eben aufs Polizeipräsidium. Bitte, ist Ihre Sache. Manche Fälle sind eben nicht einfach zu lösen. Schmeckt übrigens wunderbar. Vielen Dank. Aber... Und da gibt es da so einen Spruch, ein Theaterstück, ich glaube, von Shakespeare. Schnöde Taten, verbirgt sie die Erd auch, müssen sich verraten. Oh lala, ein belesener Polizist. Gut, was? Und die schnöde Tat an Peter Karlscheid? Erstmal müssen wir diesen Herrn Wagner einfangen. Halten Sie denn wirklich für den Täter? Ach, Gina, ich bitte Sie, so ein gemütlicher Abend. Lassen Sie doch mal im Beruf.
kalt. Hallo. Hallo. Du musst aber auch für alles bezahlen hier. Oh. Irgendwie geht mir der Wagner überhaupt nicht aus dem Kopf. Noch ein Stückchen Wein? Ja, gern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der den Karlscheid umgebracht hat. Könnte es nicht sein, dass da viel mehr dahinter steckt? Könnte es nicht sein, dass Sie ganz genau wissen, wo Herr Wagner ist? Hier weiß doch jeder, dass Sie ein Verhältnis mit dem Mann haben. Frau Dr. Schmidt, die Einladung heute Abend, das ist doch nicht wegen meiner schönen blauen Augen. Das Einzige, was Sie interessiert, ist rauszukriegen, was ich weiß. Hat Herr Wagner Sie auf mich angesetzt? Nein, das ist nicht wahr. Hören Sie auf zu lügen. Also. Robert liebt seine Frau schon lange nicht mehr. Er hat es nur noch nicht über sich gebracht, sie zu verlassen. Und wo ist er jetzt? Er hält sich versteckt. Hier ganz in der Nähe. Er will jetzt auf eigene Faust herausfinden, wer diesen Karlscheid umgebracht hat. Er ist vollkommen hysterisch. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Das passt zu Robert. Er ist nun mal ein verdammter Dickkopf. Dickköpfiger Anarchist, genauso damals in Brockdorf. Bitte, Herr Böhlich. Bitte sagen Sie Ihren Leuten, Sie sollen nicht schießen. Natürlich nicht. Brockmann, ne? Ja. Ich hab hier was. Ah, nehmen Sie mal die Lampe. Ja. Typisch Robert. Den ganzen Wald haben wir durchsucht. Keine Spur von Wagner. Den Mann können wir als Täter ausklammern. Wird ja nicht versuchen, den Mörder zu finden, wenn er selber der Mörder ist. Was ist mit dem neuen Verehrer von Sophie? Ich habe den Mann überprüft, Paul. Ich habe sogar mit seiner zukünftigen Ex-Frau gesprochen. Das ist ein kleiner Lehrer, der wegen seines Alkoholproblems Frauenjob losgeworden ist. Sie hat ihn vor 4 Tagen rausgeschmissen. Er ist dann noch in 2, 3 Kneipen gesehen worden. Plötzlich war er weg. Was ist mit den anderen Neuankömmlingen? Nichts. Niemand, der in unser Schema passt. Das ist der Polizistenalltag. Das sollten Sie mal verfilmen. Dann hätten Sie die beschissenste Einschaltquote aller Zeiten. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Thanks. Ja, das gestern hat mir gereicht. Karlscheid umgebracht. Was wollen Sie? Die Briefmarken. Was? Ja, zuerst hatte sie Karlscheid. Und jetzt hat sie wahrscheinlich der Mörder. Sie ticken doch nicht richtig!
Paul, unser Auto ist weg. Und was viel schlimmer ist, Friedhelm ist weg. Er hat alle Sachen mitgenommen. Und das da lag auf dem Küchentisch. Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Wir müssen die Polizei rufen. Haben Sie heute bei uns angerufen? Ja. Wann war denn das Ganze? Ungefähr vor einer Stunde. Und? Haben Sie das Geld schon gezählt? Ach, zähl doch nicht die Riesensumme. Moment mal. Oh. Ja, machen Sie mal erst. Brauchst du Hackel den Mord zu? Das ist die dürfste aller Bullenfragen. Die kann ich nicht mehr hören. Wo ist er denn? Ach, hier. Hier traue ich auch einen Mord zu. Wäre doch möglich. Hackel verkauft die Briefmarken, gerät in Panik und haut ab. Und lässt seiner Frau 120.000 Mark zum Trost da. Ja, es passieren viele Sachen, die man kaum glauben kann. Hier. Ich hätte es beinahe gar nicht bemerkt. Ich stehe da drüben und rede mit der Frau Wagner und da sehe ich plötzlich, das Siegel ist aufgebrochen. Das habe ich natürlich sofort überprüft. Da bin ich das. Und da haben wir es. Höre ich mich an wie Brockmann oder Stöber? Was ist denn? Das ist ja super. Ja, spitzenmäßig. Ihr seid ja Weltklasse. Langsam mache ich mir Gedanken. Ja? Über die gesundheitlichen Risiken des Dauercampings. Peter? Ja? Hör mal. Die Kollegen haben Hackels Wagen gefunden. Oha. Mach dich auf die Socken. Ich hab den Herrn Hackel den Karawan vor 3 Tagen verkauft. Momentan sehr gefragt, das Modell. Gleich nach Geschäftsbeginn hat er ihn abgeholt und gefragt, ob er seinen PKW hier stehen lassen kann. Was sagten Sie, hat der Wagen gekostet? 95.000. Struve! Schick mal eine Fahndung raus. Name Hackel Friedhelm. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Super. Die Polizei sucht was. Nicht nur den Mörder. Kann sein. Der eine Bulle hat's doch gesagt, es geht um 1 Millionenbeute. Und du hast keine Ahnung, was er damit gemeint hätte? Nein. Was glaubst denn du, wer deinen Freund umgebracht hat? Weiß ich doch nicht. Hackel? Friedhelm, das ist doch lächerlich. Die Bullen nehmen sich doch nur einen nach dem anderen vor, weil sie alt aussehen. Die haben doch keine Ahnung, was hier passiert ist. Was ist denn hier passiert? Weiß ich doch nicht. Sag mal, ist dir gar nichts aufgefallen? Jemand, der sich für deinen Freund interessiert hat oder der ihn beobachtet hat? Nein, lass mich los, du tust mir weh. Entschuldige. Was ist denn los mit dir? Was für eine Sammlung. Ich habe keine Sammlung. Was denn für eine Sammlung? Herr Hackel, ich spreche von der Briefmarkensammlung König Bodoerns des Ersten. Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich verstehe Bahnhof. Dann erklären Sie mir doch mal, woher Ihr plötzlicher Reichtum kommt. Ich habe meine Fleischerei verkauft. Für 260.000 Mark bar auf die Hand. Ich hab Fricka nichts davon gesagt, weil ich wollte noch einmal rumzigeunern, so wie früher. Solange ich das überhaupt noch kann. Fricka hätte ich nicht mitnehmen können. Ärztlicherseits, alleine hätte sie mich nicht gelassen. Da habe ich den Karawan gekauft, ein bisschen was für mich behalten. Den Rest habe ich Fricka dagelassen. Hier steht alles in dem Brief an Sie. Wollte ich in Holland einstecken. Thank you.
Im Herbst bin ich wieder zu Hause. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dein dich liebender Friedhelm. Du kannst fahren, Friedhelm. Du kannst fahren. Lass es dir gut gehen. Mein Frikadellchen. Alter Vagabund. Aber komm wieder. Müssen wir nur noch vier Fragen klären. Wo ist Wagner? Wo ist der Komplize von Karscheid? Wo ist die königliche Briefmarkensammlung? Wer ist der Mörder von Karscheid? Und der Täter muss kräftig genug gewesen sein, Karscheid zu überwältigen. Ja, diesen im Prinzip richtigen Gedanken haben wir schon mehrmals gewendet. Er hätte aber auch aus dem Hinterhalt niedergeschlagen worden. Auf der Haut von Karscheid waren Abschürfungen und Flecken. Keine Einwirkung von irgendeinem Schlag auf den Kopf. Ja, ja. Er ist überwältigt worden und gefesselt. Ja, ja. Bleibt noch Böhlig. Böhlig hat mir die ganze Zeit erzählt, wie schlecht seine Augen sind. Den gefälschten Ausweis nicht erkannt hat. Ja, und? Heute Morgen hat er aus 15 Metern Entfernung gesehen, dass das Siegel an Karlscheids Karawan aufgebrochen war. Kann ich auch. Kannst du auch. Ich hab sie. Hä? Du wahrscheinlich noch nicht. Altersweitsicht. Eben. Du bist einfach so alt geworden. Ohne jede Weitsicht. Sieht man ja auch. Nee, der Robert war das nicht. Wirst sehen, der ist ganz schnell wieder da. Hoffentlich. Für mein Schweigen. 11 Uhr im Bootshaus. Sophia? Katharina? Hallo, habt ihr da eben jemand an meinem Häuschen gesehen? Nein. Ganz bestimmt nicht. Kollege wäre dir doch nicht lieber gewesen, oder? Was willst du? Wollt mal sehen, ob du schlau bist und auf meinen Zettel reagierst. Woher weißt du was? Wirklich, ich schäme mich ja auch ein bisschen. Aber ich brauche das Geld. Aber ich kriegst die 10.000. Nee. Kannst du behalten. Guck dich mal um. Untersucht Böhlichs Wagen. Sie sind verhaftet. Robert. Robert. Was soll denn jetzt werden?
Und? Was ist bloß hier los? Ich glaube, ich gehe weg. Weggehen? Auf dem Platz ist nichts mehr wie früher. Alles ist durcheinander. Ich hau hier ab. Du hast dich schon ziemlich oft geirrt mit deinen Männern. Rika. Du musst endlich aufhören, dich jeden an den Hals zu schmeißen, der dir über den Weg läuft. Du weißt doch nichts von diesem Kerl. Hör endlich auf, mich wie ein kleines Mädchen zu behandeln. Ich kann nichts dafür, dass du keine Kinder kriegen konntest. Frika. Frika, es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ist mir nur so rausgerutscht. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Wenn er dir gefällt, na dann versuch's einfach mit ihm. Aber bitte, Kind, versprich mir, sieh dich ein bisschen besser mit den Männern vor. Natürlich habe ich gleich gemerkt, dass der Ausweis gefälscht war. Der Karlscheid wollte sich bei uns verstecken. Kein Mensch zieht mitten im Winter auf den Campingplatz. Also habe ich ihn beobachtet. Ich habe rausgekriegt, dass er mit diesem Hehler ins Geschäft kommen wollte. Das war gar nicht so einfach. Hat mich 3 Wochen gekostet. Und haben Sie gedacht, Sie könnten Ihre Rente aufbessern? Geld. Nach Brockdorf Innendienst, dann früh pensioniert. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich noch einmal einen richtigen Kriminalfall auflösen. Also habe ich seinen Karawan beobachtet. Wir hören zu. Mitten in der Nacht. Da geht der Karlscheid zum Wasser runter. Auf Hackels Campingtisch lag diese Rolle Klebeband. Damit habe ich den Karlscheid gefesselt. Das war nicht schwer. Der war ja blau. Dann habe ich ihn vernommen. Im Steg. Sie haben ihn vernommen? Wie dürfen wir das denn verstehen? Na ja. Bisschen ins Wasser getaucht. Er hat alles gesagt. Von wegen der Briefmarken und so. Er hat gesagt, die sind in seinem Wohnwagen. In der Werkzeugkiste. Da war aber nichts. Hat geblufft. Vielleicht hat er gedacht, er kann sich befreien, wenn ich eine Weile weg bin. Naja, als ich dann zum Steg kam, da lag er im Wasser und rührte sich nicht mehr. Ich weiß doch auch nicht, wie das passiert ist. Vielleicht ist er runtergefahren oder hat irgendjemand ihm einen Tritt gegeben. Natürlich habe ich ihn nicht umgebracht. Aber Sie haben versucht, es als Unfall aussehen zu lassen. Ja. Ich habe ihm das Klebeband abgezogen und Knebel aus dem Mund genommen. Ich wollte mir selber was beweisen. Den Kollegen von der Wache auch. Ja. Das war's dann. Na, geht's zurück in die Heimat? Jo. Und euer 4. Mann reist auch ab? Das ist nicht unser 4. Mann. Wieso seid ihr nicht zusammen mit dem gekommen? Na und? Der hat sich kurz vorm Campingplatz an uns rangehängt. Ach was denn, diesen Hoffmann kanntet ihr gar nicht? Nee. Das ist ja ein Ding. Wo bleibst du denn? Die Blutspuren unter Robert Wagners Fingernägeln stammen definitiv nicht von Böhlich. Das wundert mich nicht. Wo bleibt Struve? Er wird gleich hier sein. Jetzt nehmen wir mal an, der neue Freund von der Sophie ist tatsächlich der Ex-Komplize von Karlscheid. Da bleibt immer noch die Frage, wer hat ihn ersäuft? Da genügt er doch ein kleiner Stups. Der war doch völlig wehrlos. Und wem hätte er von dem großen Coup erzählen sollen, wenn nicht Sophie? Schade, dass er mir nichts erzählt hat. Die Marken haben wir auch noch nicht gefunden. Vielleicht hast du sie längst gefunden und behältst sie für dich. War Spaß, Brocki. Du meinst also, die kleine, zierliche Sophie? Das wäre ja, als wenn ein Eichhörnchen einen Bären umbringt. Paul! Ja? Paul, du hattest recht.
Wie kann das sein? Ich habe gar nichts behauptet. Doch, du hast gesagt, dass der Freund von Sophie nicht sauber ist. Die Geschichte mit dem Englischlehrer ist gelogen. Es gibt zwar einen arbeitslosen Englischlehrer namens Hoffmann und der ist auch von seiner Frau rausgeschmissen worden. Aber ich bin nochmal bei der Frau gewesen und da hat sie mir ein Foto von ihrem Mann gezeigt. Der ist nicht identisch mit dem Freund von Sophie. Ich will nur wissen, wo die Briefmarken sind. Sagen Sie es ihm, Sophie. Sagen Sie es ihm. Er ist ein Killer. Ich weiß es doch nicht. Habt ihr das Album? Glauben Sie mir, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben. Hat der Ex-Bulle Kaltscheid umgelegt? Nein, und er hat auch nicht das Album. Du hast es. Du gehst doch gerne nachts schwimmen. Hast du die beiden beobachtet? Los, sag mir die Wahrheit, Mensch! Lassen Sie das Mädchen los! Halt's Maul! Lassen Sie das Mädchen los! Halt's Maul, hab ich gesagt! Ich hab den Kaltscheid ins Wasser gestoßen. Ich hab's für dich getan, Sophie. Habt mich alle belogen. Ihr alle. Dieser Dreckskerl hätte ich doch nur ruiniert! Mann, es ist ja alles ganz rührend! Aber ich will jetzt wissen, wo dieses verdammte Album ist, Mensch! Ich hab es! Afrika, geh mal. Ja. Schlimm? Komm. Und was ist mit einem Finderlohn? Dafür werden wir sorgen. Der Besitzer ist ja kein armer Mann. Deswegen haben die Pedale geklemmt. Und so möchte ich im Namen van het Belgisch Koningshuis den Hauptkommissarissen Peter Stöver und Paul Breckmüller diese Ehre zukommen lassen. Als Dank für die unschätzbare Rettung der Belgisch Kulturerfgut. Freust du dich denn ein bisschen? Aha, stell ich mir schön vor. Meine Beerdigung, ein kleines Kissen, mitten drauf der Orden. Übrigens, Hamburger nehmen eigentlich keine Orden. Finderlohn wäre mir lieber gewesen. Wir sind keine Hamburger, wir sind Berliner. Es gibt Hamburger, die essen Berliner. Sag bloß. Doch. Dann esse ich in Zukunft auch Hamburger.